Der schlimmste Feind, den der Arbeiter hat, das sind nicht die Soldaten. Es ist auch nicht der Rat der Stadt, nicht Bergherrn, nicht Prälaten. Sein schlimmster Feind steht schlau und klein in seinen eigenen Reihen. In seinen eigenen Reihen. Wer etwas diskutieren kann, wer einmal Marx gelesen, der hält sich schon für einen Mann und für ein höheres Wesen. Der ragt um einen Daumen klein aus seinen eigenen Reihen, aus seinen eigenen Reihen. Der weiß nichts mehr vom Klassenkampf und nichts von Revolutionen. Der hat vorm Streiken große Angst und Furcht vor blauen Bohnen. Der will nur in den Landtag hinein, aus seinen eigenen Reihen, aus seinen eigenen Reihen. Klopft ihm noch ein Regierungsrat auf die Schulter, na, mein Lieber, dann vergisst er das ganze Proletariat, das ist das schlimmste Kaliber. Kein Gutsbesitzer ist so gemein wie der aus den eigenen Reihen, wie der aus den eigenen Reihen. Passt auf, da steht euer Feind, der euch hundertmal verraten. Den Bonzen loben gern vereint Nationale und Demokraten. Freiheit, Erlösung, gute Nacht. Ihr seid um die Frucht eures Leidens gebracht. Das macht, ihr konntet euch nicht befreien von dem Feind aus den eigenen Reihen.